Ja, mitten im Wald, hier werde ich gleich zum Flüchtling. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Da hast du was nicht verstanden. Get down now! On your knees, hands on your head! Scheiße. Das ist echt unverschämt. Ihr müsst euch natürlich auf diese Rolle einlassen. Ich fühle mich jetzt schon scheiße. Das ist schon nicht nur anstrengend, sondern auch demütigend irgendwie. In den letzten zwei Jahren sind mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge neu nach Deutschland gekommen. Oft nach einer wochenlangen gefährlichen Flucht. Was die Menschen aber genau durchmachen, bis sie dann bei uns angekommen sind, ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, keiner von uns kann sich das vorstellen. Was passiert, wenn man flieht? Wir reden hier von Gewalt, von psychischen und physischen Leiden, von Ablehnung, von Demütigung und vor allem von Angst. Kann man das ansatzweise nachfühlen, was man da durchmacht, um das besser zu verstehen? Aus diesem Grund gibt es jetzt ein Rollenspielcamp in Deutschland, wo Deutsche ein Wochenende lang Flüchtling spielen. Ja, also ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal von dieser Idee gehört habe, da fand ich die total makaber. Trotzdem habe ich es ausprobiert und war dann am Ende überrascht, was dieses Experiment mit mir gemacht hat. Show your hands! Show your hands! I suggest you get your things together now and fuck off. As quickly as get possible! Up. You said get up! Don't want to see your faces here again! Where do you take us? Shut up and get in. Ja, mitten im Wald und hier werde ich gleich zum Flüchtling. Das ist ein ziemlich krasses Experiment vom Roten Kreuz. Ich nehme an einem Rollenspiel teil und schlüpfe tatsächlich in die Rolle eines Flüchtlings auf der Flucht. Ja, ich weiß noch nicht, ob das einfach ein großes Abenteuerspiel im Wald ist, was wahrscheinlich nicht so passend wäre zu dem Thema, oder ob es einem wirklich was bringt. Ich weiß nur, ich werde die nächsten 24 Stunden irgendwo hier im Wald verbringen. Hallo. Das ist der Julian, ich bin die Daniela. Wir beide sind die Spielverantwortlichen dieses Wochenende. Wenn das Spiel losgeht, wird nur noch Englisch gesprochen. Ihr bekommt Spielkarten, wo drauf steht, welche Rolle ihr spielt in diesem Spiel. Ihr müsst euch natürlich auf diese Rolle einlassen. Das wird mein Pass, den muss ich jetzt selbst ausfüllen. Und ja, dann bin ich eine 25-jährige Tochter aus Somalia. Fahima heiße ich mit Vornamen. Und ich glaube, wie heißen wir mit Nachnamen? Abukur. Heiße ich mit Nachnamen. Also wir alle. Alexander, Corinna, Sandra und Sophie sind für die nächsten 24 Stunden meine Familie. Damit allen klar ist, wer wir sind, tragen wir ab jetzt Alter und Geschlecht mitten im Gesicht. Wir sind in Somalia und spielen eine Bauernfamilie, die vor dem Bürgerkrieg flieht. Das ging ja unfassbar direkt los, irgendwie mit auf uns einstürmenden Soldaten oder so. Da fühlst du dich natürlich überrumpelt. Documents out. Who's the head of the family? What's up? No. Who are you? Which family are you? No. Abukur. Where do you come from? We are from Where are your documents? I told you to get your fucking documents out. Tell me why you're really leaving. Because our farm got destroyed. Lying to me. No, it's not a lie. It's it the truth. Lie. It's the truth. Get down. Give me five press ups. Fucking why? Money. I'm just because I'm telling you to give five fucking press ups. Get down now. What is your name? 3 4 4 4 Das war insofern ein guter Einstieg, als dass ich da schon das Gefühl hatte, ah ja, ich finde schon in meine Rolle rein, also ich fühle mich jetzt schon scheiße. Go inside! Run! Faster! Run! Faster! Dann werden uns persönliche Gegenstände einfach weggenommen. Zum Beispiel Handys, aber auch Zigaretten und Wasser. Und wir landen in der Ausreisebehörde. Fahima. Du hast eigentlich keine Ahnung, was diese Beamten von dir wollen. Also keine Ahnung, was du da schon wieder für ein Formular ausfüllen musst, wofür das jetzt gut ist und ob das wirklich nötig ist oder nicht oder ob es reine Schikane ist. Du weißt das einfach nicht. Du weißt es nicht. Get up. Get up. Get up. Get up.
Draußen werden wir dann plötzlich angesprochen. We can take you to the next border safely. And we bring you to Yemen. But that's not enough. Okay, it's okay, yeah? Wir laufen jetzt hier schon, ich weiß nicht, einige Kilometer durch den Wald. Das geht Richtung Grenze. Ob das wirklich stimmt, weiß jetzt auch keiner von uns. Wir laufen da quasi so Schleusern hinterher. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Handy habe ich keins mehr, Uhr auch nicht. Also nach ein paar Stunden unterwegs habe ich schon gemerkt, mein Team baut so langsam ab, körperlich vor allen Dingen, aber auch psychisch. Die halbe Familie hängt hinterher. Wir haben einen Affenzahn drauf. Das Problem ist halt, also ich habe keinen Knochen Mehr. Aber und bei mir reibt pausenlos der Knochen auf den Knochen. Und das tut halt echt irgendwann weh. Excuse me. Ja? Just one question. How fast is it to the next border? We don't know the way to, but we think we find a way. You don't know the way? Not really. But we just paid you. You say you will bring us to the... Problem ist gerade, dass alle so ein bisschen den beiden Schleppern oder Schlepperinnen in dem Fall misstrauen. Da kommen auf jeden Fall Soldaten. Hands in the air! Come on, move on! Move on. Fucking hands up! Hands up! Closer! Faster! Fucking hurry up! Come on! Get your passports and documentation. Face down! I lost mine. It was Look, taken. That's a convenient excuse. You know? Where the fuck did you lose that's it? A fake passport. I don't know. Who's the head of the family? Why doesn't your passport have an ID number? What do you mean you don't know? It's not fake. Do you know it's where my you father. Are? Shut the fuck up! Shut the fuck up! You fucking female! Ja, ich habe mich mit meiner Rolle etwas schwer getan, weil das Problem war, dass ich als somalische Tochter nichts zu sagen hatte. Das heißt, mir wurde überall der Mund verboten. Also wir sind jetzt irgendwie über die Grenze gekommen, weil die Schleuserinnen die Zöllner da bestochen haben oder so. Und wir sind jetzt im Jemen. Dummerweise habe ich tatsächlich meinen Pass verloren oder er wurde mir geklaut. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe auf jeden Fall keinen Pass mehr. We keep you to a place where you can sleep. Hallo. Also, das sieht ja irgendwie aus wie ein Auffanglager. Ja, so ein Flüchtlingslager. Ich fall mal ganz kurz aus der Rolle und frag dich einfach mal so als Teilnehmerin, wie du es bislang findest. So krass habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass es wahrscheinlich hart wird, aber dass wir zum Beispiel gar kein Trinken behalten durften, ja, das ist schon eine Nummer zu hart, glaube ich. Habt ihr denn jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch zwischendrin so richtig reinversetzen könnt in die Rolle oder in die Situation als Flüchtling? Oder wie geht's euch da? Also ich denke, dass wir nicht mal annähernd nachvollziehen können, was die Menschen durchmachen. Da können wir ja noch 3 Tage durch den Wald rennen. Man kann es besser verstehen, denke ich mal, was jetzt mein Ziel ist, warum ich hier mitmache, um das einfach ein bisschen besser zu verstehen. Wie toll so ein Becher Tee sein kann, oder? Zuerst, glaube ich, der Papa. Diese Schüssel ist jetzt für uns alle. Ach so. Es sind 5 Gabeln da drin. One for one, okay? One for one. One for one. One for one. Is it like pork meat? Yes. But was ist es? It's pork, but I think we don't eat pork, right? We are Muslims. Okay. Hello, I'm the psychologist. I'm just here to check that you're all okay. Du hast da einfach keine Ruhe gefunden. Da war ständig irgendwas los. Vieles davon gut gemeint. Da kamen Ärzte, da kam Essen. Alles schön und gut, aber dich hat einfach keiner in Ruhe gelassen. Also du konntest nicht mal eine Stunde am Stück oder so schlafen.
Und dann sollen wir auf einmal unsere Sachen zusammenpacken. Das ist immer wieder das gleiche Prinzip. Du läufst irgendwie hinterher und weißt nicht, ob du demjenigen trauen kannst, sollst oder wer das eigentlich ist. Das geht immer alles so schnell. On your knees, hands on your head. 10 press-ups now. 9. 10. And stay like that. There we go. You can stay like that for a little bit. Was sich total durch das Spiel zieht, ist, dass du irgendwann ständig Angst hast, dass gleich wieder ein Polizist, wieder ein Soldat auftritt, dich irgendwie demütigt oder irgendwas von dir will. Und ich glaube, das war so insgesamt für mich im ganzen Spiel das Schlimmste. Get your documents out. Who are you? I don't have a passport. Why don't you have a fucking passport? She lost it. She lost it? Yeah. That's a bit fucking careless. It was taken. Huh? It was stolen. By who? Who took it? I don't know. Do you know where you are? Not really. You're in Jordan now. Jewelry, cigarettes. What did you have? What did you have on your wrist? We'll take that. That's a good start. Take it off. Run! Hurry up a little bit, come on! Show your hands! Show your hands! Ich hatte vorher so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht so ein reiner Abenteuer-Spaß-Trip ist. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nein, das ist es nicht. Es macht nämlich keinen Spaß. Und das ist gut so. Schon wieder, das ist echt... An jeder Ecke... Irgendwelches Militär. Where I come from? Here from Somalia. From Somalia? So you are in Hungary now. Okay. And Hungary is the first border to Europe. Come on. Where do you take us? Shut up and get in. You have to shut up. They bring us to the last border, so we have to go the whole way once again. Right. Come on. Hallo, ja. Ja, das war, glaube ich, in gewisser Weise auch ein sehr realistischer Moment. Nämlich, wir wurden mehrmals an der ungarischen Grenze abgewiesen, mussten dann denselben Weg wieder zurück. Dann haben wir es nochmal versucht, dann wurden wir nochmal quasi aufgegriffen. Und das war schon total zermürbend, weil du ja auch denkst, okay, wie oft soll ich das noch machen? Machen wir das jetzt noch 10 Mal und es klappt nie? You are coming to here to steal our money, our job, and to make some terrorist attacks. Where are you going to? To Sweden or to Norway or to Germany? Which country I'm talking to? Come with me. Come with me now. Keep your head down. Stay here for 5 minutes. Okay. It's like I'm talking a fucking different language to you. Everybody. Now. In Hungary, you are not welcome. Again, I will tell you, you have to go back. Das ist schon nicht nur anstrengend, sondern auch demütigend irgendwie. Das hat bei ein paar meiner Familienmitglieder schon krassere Auswirkungen. Also die sind echt fertig. Ich habe auch keine Lust mehr, mich hinter der nächsten Ecke wieder anschreien zu lassen. Kommen Sie bitte mit mir. Gut, willkommen in Deutschland. Wir sind von der Bundespolizei. Can you speak English? Please? Verstehen Sie, was ich sage? Nein, nein. So langsam möchte ich schon auch einfach mal pennen. Sie halten sich illegal in Deutschland auf. Hier ist die Polizei. Aber ich wäre schon lieber liegen geblieben, als jetzt wieder raus zu müssen. Haben Sie in einem anderen Land Asyl beantragt? Have you applied for asylum in another country? Nein.
Wir werden jetzt verkünden, wir haben eine Entscheidung getroffen, wer im Land bleiben darf und wer abgeschoben wird. Wir fangen mit der Familie Kallio an. Weiterhin waren sie laut unserer Nachforschung in ihrem Land auch mit im Militär tätig gewesen, sodass wir uns gegen einen Verbleib im Land entschieden haben und sie deswegen abgeschoben werden. Es besteht für sie keine Gefahr im Land, sodass auch sie abgeschoben werden. Die Familie Aboko hat uns angegeben, dass sie Farmer sind, deren Farm zerstört wurde und dass sie von der Armee getötet werden. Die Gründe, warum sie von der Armee getötet werden, klingen primär erstmal plausibel, sodass die Familie Abokor erstmal eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung erhält, in eine neue Erstaufnahmeeinrichtung kommt, durch die weitere Prüfung abgeschlossen ist. Wie geht's dir? Ich bin auch unheimlich stolz auf unsere Familie, dass wir das, sag ich mal, so als einzige schon mal vorerst geschafft haben, Asyl zu finden. Was fandst du denn am schlimmsten von all dem, was uns da so passiert ist? Das angeschrien werden. Also, ja, das fand ich auch schlimm. Familienoberhaupt zu sein und immer diejenige zu sein, die immer wieder komplett angeschrien wurde. Und ja, das war nicht so schön. Am Schluss gibt's noch eine Feedbackrunde. Erst jetzt erfahren wir, einer der Mitarbeiter vom Roten Kreuz ist selbst Flüchtling, der eine harte Flucht hinter sich hat. I'm Ali, I'm from Syria, 28 years old, started IT. Here it's you feel safe. You can quit anytime, nobody will hurt you, and you can go back to your home. And you are in your land and you speak German. So me, no, it's the opposite. There is no sleeping, tourists all the time. You don't know if next day you will die or not. Maybe you will not see your family again. Why do you think this role play is a good thing, a good project? I don't want you to get experience about this in real life. Of course I don't like that. Just I want to give you just one reason to just rethink about these people. Don't behave with refugees like refugees. Behave them just like you, like me, like Julian. We are friends, I don't care, he's Germany, I'm Syria. Just friends. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, war ja, kannst du in so einem Rollenspiel dich überhaupt ansatzweise in einen Flüchtling auf der Flucht reinversetzen? Und ich würde sagen, nein, so wirklich kannst du das nicht. Aber du bekommst eine Ahnung, wie hilflos und ausgeliefert sich Flüchtlinge fühlen, wenn sie immer wieder vor Grenzbeamten stehen, wenn sie immer wieder schikaniert werden und wenn sie immer wieder einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Schon krass, ne? Wie bereits 24 Stunden einen in die Mangel nehmen können. Und ist ja immer noch kein Vergleich mit einer echten Flucht. Vor kurzem haben wir Rauf getroffen. Er ist aus Afghanistan geflohen, hat es bis nach Deutschland geschafft, bekam dann nach 4 Jahren seinen Abschiebebescheid und ist wieder geflohen. Und diesmal nach Italien. Dort haben wir ihn getroffen. Und auf deinpuls.de/tv könnt ihr euch seine Geschichte anschauen. Also Leute, ich versuche mich jetzt gar nicht an irgendeiner Überleitung, da käme ich mir doof vor. Wir machen nämlich jetzt eine thematische 180-Grad-Wende, denn jetzt kommt, das schaffst du nie. Kurz zu den Regeln. Marc, fieser Redakteur, gibt uns eine noch fiesere Aufgabe. Und der Grund, warum wir überhaupt da mitmachen, ist, dass wenn wir diese Aufgabe bestehen, ihm alles zurückzahlen können und ihn bestrafen dürfen. Auch deshalb erfreut sich diese Rubrik großer Beliebtheit, wird auf YouTube auch gerne und viel kommentiert. Zum Beispiel von Entertainment Dude, ja, der da die Frage gepostet hat, wie ist das eigentlich mit Das schaffst du nie? Macht ihr da auch Zuschauerwünsche? Machen wir das eigentlich? Na ja, natürlich, immer her damit. Und da kam ja schon eine gute, zum Beispiel, der Blonde ist so ein Vogel, bitte feuert den Idioten. Ja, nein, gut, nein. Können wir nicht, wollen wir auch gar nicht, weil die Rubrik ja auch Spaß macht. Würden wir jetzt gar nie gut zugeben, ja? Und außerdem ist der Mann dann auch weg von der Straße. Das kommt ist uns ein soziales allen zugute. Ja, das ist tatsächlich ganz gut. Und neben diesem Kommentar kamen tatsächlich auch neue Aufgabenwünsche oder Vorschläge. Und da haben wir prompt den ersten umgesetzt. Und da ist der Bostian, ist da in die Bresche gesprungen, ne? Boah. Naja, sagen wir mal eher in die Bresche geturnt oder in die Bresche galoppiert. Das war sehr elegant. Not. Ja. Nee. Stopp, riechst du eigentlich schon was? Ja, ich habe auch eben schon was gehört. Also es riecht irgendwie ein bisschen nach Stall. Wir sind nicht bei dir zu Hause.
Ich hole mal schnell die Aufgabe, okay? Ja. Kommt näher. Mann, dass ich heute meine High Heels anhab, du, das hört man ja richtig. Ja. Endlich mal irgendwie nette Drehpartner, ne? Hallo. Voltigiere, ja. Weißt du, was Voltigieren ist? So halb. Also Voltigieren ist, glaube ich, man muss nicht aufs Pferd, glaube ich. Das wäre gut. Sondern? Sondern, ich glaube, man muss das Pferd eher so irgendwie kontrollieren, so an der Leine und, ja, oder? Oh, da hast du was nicht verstanden. Du turnst heute auf einem Pferderücken. Nein. Also meine bisherige Erfahrung mit Pferden, die ist null. Ich bin auch noch nie geritten. Keine Ahnung, wie das geht. Also ich habe schon Respekt vor Pferden, weil die sind halt einfach auch groß. Aber meistens sind sie ja nicht bösartig. Und glaubst du, dass er schon groß ist? Das ist ja ein großes Pferd. Hallo. Das ist Adlon. Aber so sieht der brav aus eigentlich, oder? Ja, es geht ja auch nicht darum, dass er nicht brav ist. Er ist einfach riesig. Das kannst du ja nicht so genau beurteilen. Ja? Aber überleg, komm mal runter aus meiner Perspektive. Guck dir das mal an, wie groß das aus meiner Perspektive ist. Oh Gott. Na gut, dann würde ich mal sagen, zeigen wir dir mal, was du gleich machen darfst. Ich habe mir drei Figuren für meinen Berg ausgesucht. Erstens die Mühle. Zweitens die Fahne und drittens die Königsdisziplin, das Stehen. 10 Sekunden lang, wenn er runterfällt, hat er verloren. Da falle ich aus 3 Meter Höhe runter, breche mir das Genick und aber schau, schaffen tue ich es auch nicht. Super weicher Boden, da fällst du weich. Das ist die Regina, bayerische Meisterin im Voltigieren. Hi, Sebastian. Viel Erfolg. Okay. Die Übungen, die du danach machen musst, das hat ganz viel auch mit Beweglichkeit zu tun. Einfach mal dein Bein hier hoch und ein bisschen hier nachdehnen. Zieht hier. Nachdehnen? Ja, schau mal, ob du es hochkriegst. Einmal hoch. Ich helfe dir. Okay, einmal dran und zack. Gut, okay. Dehne ein bisschen. Knie strecken, Knie strecken. Ist gut. Was ist da los? Und unsere Geschichte machst du da lieber eine Faust draus. Teambein, genau. Gib mir mal die Hand. So, jetzt richte ich mal auf. Lass die Hand los. Po nach vorne schieben. Schau nach vorne. Schau nach vorne. So, und jetzt noch ein bisschen größer. Oh. Lehn dich hinten am Stuhl an. Du musst hier locker sein. Da, locker. Ganz locker. Ja, jetzt gut. Es ist dann doch immer wieder verblüffend, wie gut er doch ist. Er stand noch nie auf einem Pferd. Und hat es da relativ schnell hinbekommen. Top vorbereitet nach so einer Viertelstunde Training. Ganz ehrlich, das war viel zu wenig. Das wäre echt unverschämt. Ich meine, wenn ich jetzt 2 Stunden gehabt hätte, ich meine, auch dann. Also, ich hole jetzt deine vielen Fans, die heute extra angereist sind, hier auch das rein. Noch. Das ist doch schon peinlich. Du ziehst deine Montur an und dann starten wir deine wunderschöne Kür. Bitte schönen Abgang, ja? Davor habe ich echt Schiss, dass ich da jetzt gleich im hohen Bogen runterfliege, ey, von da 3 Meter Höhe. Los geht's. Jetzt geht's wirklich los. Los. Jetzt geht's los. Oh! Das ist aber schneller und höher und wackeliger als dein Übungsding da. Schön, wie sie so rumschleudert. Und hier soll ich stehen? Sag mal, bist du doof oder was? Das war auch völlig anders übrigens, liebe Pferdesimulatorhersteller, als euer Ding da. Das hat mit dem richtigen Pferd überhaupt nichts zu tun. Ich konnte mich ja kaum im Sitzen auf dem Pferd halten. Ich weiß nicht, die Mühle, die sieht vielleicht von außen unspektakulär aus, aber ich fand die echt schwer, weil du musst dich ja festhalten, dann musst du aber auch loslassen, umgreifen, deine Beine hängen die Seite runter. Also, du hast eigentlich jeden Moment das Gefühl, gleich rutschst du runter. Wahnsinn! Sehr gut.
Also ich sag mal, stilistisch nicht sehr wertvoll, aber trotzdem. Auf die B-Note kann ich nicht auch noch achten. Zwei Sekunden musst du es schon halten. Ja, okay. Okay, okay, okay. Also die Fahne ist ja eigentlich eine wunderschön elegante Figur. Bei Meinberg nicht, aber er hat irgendwas weggestreckt. Passt. Und jetzt aufzustehen? Er versucht jetzt aufzustehen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh Gott. Wenn man so von 1,80 auf einen recht harten, unebenen Boden fällt, kann man sich natürlich von Knochenbrüchen bis Gehirnerschütterungen verschiedene Verletzungen zuziehen. Eins. Ich habe da echt ein paar Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt mal so ein bisschen aus der Hocke hochgekommen bin. Ja, und dann stand ich. Eins, zwei, wow! Fuck! Over my dead body. Das war wunderschön! Ich brauch einen Arzt! Tut dir was weh? Bis auf die Seele geht alles. Du hast das Zeug hier im Schnurrbart, weil du mit deinem Gesicht auf dem Boden aufgeschlagen bist. Oh, ist das furchtbar. Fuck, 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 au! Das ist wie wenn du im Freibad auf dem Sprungturm stehst und als würde dann der anfangen zu wackeln, wie beim Erdbeben. So muss man sich das vorstellen. Oh, krass. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Nein. Dass ich endlich mal wieder gewonnen habe. Gott, wie lange ist das her? Wenigstens ein Gutes hatte dieser Sturz. Es gibt nämlich jetzt keine extra Strafe für mich. Da konnte ich mich einmal durchsetzen, weil die Aufgaben bei der Schaffstunie, die sind echt Strafe genug. Hauteng türkis mit V-Schnitt. Auch das noch. Auch das noch. Wäre nicht meine Wahl gewesen. Nicht nur vom Pferd fallen, sondern auch noch scheiße aussehen. So. Naja, aber ist auch kein Beinbruch. Erstens tatsächlich nicht und zweitens metaphorisch auch nicht. Denn es steht immer noch hervorragende, grandiose, tolle 20 zu, naja, nun 15. Ja, ich denke, das ist nur eine ganz gute Bilanz. Unser All-Time-Highscore, ihr seht das, wir haben das schon öfter praktiziert. Wenn ihr zum Beispiel mal die Ari sehen wollt, wie sie sportliche, akrobatische Tätigkeiten vollzieht und sich dabei auch mal auf den Hintern legt, dann könnt ihr das tun. Und zwar in unserem YouTube-Kanal. Und so sieht das dann aus. Und ich zeig dir jetzt mal kurz, wie das ungefähr aussieht. Laura, das ist dein Zeichen. Mit den Skiern, ey. Oh! Easy, easy. Ja. Am nächsten Tag, am Abend, habe ich mich ausgezogen und die Hände und der Hintern, alles blutig. Ich sage es nur so. Alles bei YouTube. Ja. So, und damit machen wir jetzt auch Schluss. Ja, da möchte ich auch gar nicht mehr weiter drüber reden. Also, reg mich auf. Naja, aber Social geht's ja weiter, ja, auf Snapchat, huch, und Instagram. Und zwar, der Herr ist hier bei Heinz Wäscher bei Snapchat unterwegs hier. Mit Heinz Wäscher. Und die ist dein Name, Snapchat. Alter. Und ich, Name Alter, bei Instagram. Es ist manchmal doch schwerer. Haben wir verstanden. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Liebe Ariane, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Ich habe in der Sendung ganz schön viel gearbeitet und du ganz schön wenig. Das ist korrekt. Im Fernsehen nennt man das Kamerageilheit. Egozentrik. Ich bin halt so ein Arbeitstier. Narzisstisch ist das. So ein Malocher bin ich. Mhm.